Ja, was die Wahl, grüß euch die Burm. Ich hoffe, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Darf ich da zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal begrüßen? Wir haben da die Nachtruhe auf der Tankstelle verbracht. Gestern war da drüben im Hotel essen. Ich habe mir jetzt dann einen Kaffee geholt. Getankt habe ich auch schon. Gehen wir zurück zum LKW. Gehen wir ein. Da werden wir noch einen kurzen Blick auf die Karten machen. Ich stehe aber da hinten gestanden. Da nehmen wir Kollegen Schenker. Du kannst von hinten gleich um die Tankstelle rumfahren und da gleich auf die Tankstelle fahren. Die Zapfsäule fahren. Tankstelle haben wir ja schon. So, wie gesagt, machen wir einen kurzen Blick. So, vor uns liegen jetzt noch 560 Kilometer und knapp 9 Stunden Fahrzeit. Wir haben es jetzt das Samstag, 3 Uhr in der Früh. Wie gesagt, das wird sehr ausgehen. Dann werden wir uns ja da irgendwo einen Parkplatz suchen. Da ist eher schöner. Werden wir dann wahrscheinlich gleich nutzen. Doch haben wir bei der Bayer, die da unten Bayer und sagt Bayer, nachdem wir bei der Nagelgruppe abgeladen haben. Wenn wir von da auf den Parkplatz, das dürfte der Hotel sein, oder wir von da auf die Tankstelle. Dann werden wir schauen, was montags dann weitergeht. Mein Ziel wäre da so runter irgendwo. Echt. Mal ja auf Danzig runter. Noch eine Weile dauern. Gut. Genug geschwafelt, fahren wir los. Ich glaube, ich komplett auftrat, nicht, dass wir wieder dasselbe haben wie gestern. Das Fenster brauchen wir auch wieder zu. Gelüftet haben wir jetzt auch genug. Eidröcker schalten wir auch wieder ein. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Natürlich haben wir heute wieder Nightfly vor uns. Aber Nightfly wird halt noch schnell was schauen. Ja, habe ich was gedacht. So, machen wir jetzt glaube ich ein bisschen zu weit links. Hm? Was da in der Nacht für Verkehr ist, das ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, ihr habt euch bei der letzten Folge nicht allzu sehr gelangweilt. Weil ich nichts zum Erzählen gehabt habe. Darf ich beruhigen? Es ist in der Folge nicht anders. Ob die Folge natürlich wie früher auch üblich zwei Folgen hintereinander aufgenommen und kann daher natürlich auch nichts erzählen. Aber wie es meinen Kollegen geht, wisst ihr ja wahrscheinlich alle sogar besser wie ich.
Im wahren Truckerleben hättest du oft noch Zeit zum Videoschauen. Ja, was willst du ja anders tun, wenn du in der Kabine liegst? Du willst uns nichts tun als Fernsehen oder YouTube schauen oder Facebook gucken. Oder wenn du im Real Life daheim bist, dann sitzt du halt doch lieber mehr auf die Couch. Couching, schaust einen schönen Film an. Im Winter, wenn es halt deutlich finster wird, doch etwas träger. Ja. Sitze mir nicht so gern zum Computer. Selbst wenn du einmal heimkommst, sitzt du sowieso nicht gleich zum Computer, da tust du am Essen. Und die üblichen Sachen halt noch machen. Und wenn du dann auf der Couch sitzt, dann gibt dir der nicht mehr so leicht her. Eine Couch zumindest, die hält mich dann richtig fest. Nächstes haben wir jetzt schon diese engen Straßen von Norwegen oder wo wir den Hönigswag waren, hinter uns, diesen engen, kurvigen Straßen. Ich bin schon gespannt, was uns am Montag dann erwartet. Wo uns der Weg hinführen wird, wo er hinführen wird. Wie gesagt, Polen, aber das würde mich schon sehr reizen. Momentan tummeln sie alle gerade unten in Polen. Danny ist in Polen. Jan ist glaube ich auch in Polen. Der liebe Sotka, der Jens ja sowieso. Glaube ich zumindest, wie gesagt, ich hab's. Die letzten Videos vom Jens noch nicht gesehen. Wieder in den Bereich des gefährlichen Halbwissens. Wir erzählen einfach irgendwas, dass wir irgendwas erzählen. Wo er ist, wissen wir gar nicht. Da vielleicht blinken sollen. Egal. Hä? Da. Irgendwie sind wir da, glaube ich, ganz komisch, hä? Huh? Ich hab mir gleich Geister vorher gespielt. Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt werden wir da wieder hängen, oder wie? Dann warten wir gleich in die Nachrichten gewesen als Geisterfahrer. Ein alter Schwede, ein alter Finne, wir sind in Finnland, ne?
Ja, durch den Schnee und alles sieht man das nicht gescheit. Der Hobbit ist nicht gescheit gesehen. Bodenmarkierung ist jetzt auch nicht gescheit durch den ganzen Schnee. Der Abstandsradar war schon cool. Der was automatisch bremst. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt bremsen. Der Notbremsassistent.
Ausfahrt verlassen. Gesicht. Ja, wir müssen dann schauen, dass wir das heute bis 15 Uhr bei der Obdödelstöße an. Eigentlich vor 15 Uhr. Weil der fährt ja nur bis 15 Uhr in den LKW fahren. Dadurch, dass wir ja keine Kühlfracht haben. Deswegen bin ich jetzt auch zweimal eine verkürzte Ruhezeit gemacht. Hintereinander. Und auch habe diesen Nightfighter heute in Kauf genommen. Ansonsten müssten wir irgendwo Pause machen, könnten erst am Montag abladen. Irgendwo wo es geschaut von 70 oder so. Mein Navi darf ja 80 fahren und der Fahrspalter von mir fahren 70er. Mach hinne, ich habe keine Zeit nicht. War eindeutig, bitte das alles locker ausgehen, wenn wir sind. Um 2 Uhr in der Früh sind wir gestartet. Was sagen wir, um 9 Stunden auf Vorzeit. Wird man gegen 11 Uhr bei der Entladestöße. Sagen wir mal, eine Stunde entladen ist 12. Dann haben wir noch einiges an Zeit. Wir brauchen zu unserem Rastplatz kommen. Umsti. Der Depp weiß wieder nicht, dass er im Kreisverkehr Vorrang hat. Ganz genau genommen hast du im Kreisverkehr ja keinen Vorrang, weil es gilt im Kreisverkehr nach wie vor die Rechtsregel eigentlich. Autos bei jedem Kreisverkehr außen auf der Straße, wo du bist. Ist wieder los.
eine vorangegebene Tafel stehen. Jetzt spät eingelenkt. Die Straße ein bisschen rutschiger. Bloß an jedem Gasverkehr außen nochmal, wie man das schon sieht, nicht Vorrang geben darf, also mit der im Gasverkehr Vorrang. Den Scheinwerfer machen schon die Nacht zum Tag. Die finsterste Nacht zum Tag. Auf die Nacht mit Scheinwerfer, glaube ich, höher wird tagsüber. Die Sonne scheint. Wenn es im Tag hell ist, da ist glaube ich auch nicht so hell. Ich glaube, da bei den Finnen und bei den Norwegern darf es, glaube ich, sowieso mehr Scheinwerfer haben, wie es das bei uns Deutschland, Österreich und da überall hast. Es ist bei denen halt auch, glaube ich, dem gestunden oder dem geschuldet, dass sie zum Teil halt recht lange und finstere Nächte haben. So, schauen, dass wir da die richtige Spur erwischen. Ne? Uopo, da steht ja schon angeschrieben. Das ist eh schon, wie es ist. Da.
9 Uhr in der Früh. Ja, wir würden sagen 09 AM. Es ist noch stockfinster eigentlich. Laut der Tafel wären es jetzt noch 22 Kilometer nach Kuopio.
Alter, ich bin mir echt der Vogel jetzt da. Wieso, da müssen wir rechts rein, oder? Und dann sieht man meine Tante schon wieder nichts. Und die sind wieder alle stehen geblieben. So, da. Jetzt haben wir wieder rechts für die Warteposition. Die Route wurde neu berechnet. Und da ist nichts mehr, jetzt wächst nichts mehr, nichts neu berechnet, du Depperte. Klopfen die Alte. Jetzt haben wir das und dort was neu berechnen. So, passt, würde ich sagen. Wir haben einige, wir haben anmelden. Werde nach der Rampe fragen und dann sehen wir sie gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. So, mir wurde jetzt bereits entladen, ist eh klar, ich habe gerade meine Papiere gegeben. Dann wieder zurück zum Auto. Dann werden wir zum Hotel fahren. Dort werden wir dann unsere Nachtruhe, unsere Wochenendruhe erbringen. Dann mal schauen, wo es am Montag hingeht. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon einen Nadel ein bisschen geschaut. Da gibt es ein paar interessante Sachen. Aber noch Tallinn, Riga, die Richtung, wo wir eigentlich hin wollen. Dann werden wir schauen, was es am Montag noch gibt. So, ich wollte das endlich ins Hotel. Oder Hotel, war da? Auch gleich irgendwo. Die Zielführung wurde gestartet.
ist auch ein harter Kerl. Die Zeit, da mit dem offenen Kabel zum Fahren. So, da sehen wir schon, dass das Hotel. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Mal schauen, wo die irgendwie den Raum kennen. Mit da mal her, die haben eh alle keinen Hänger drauf. So passt es einmal, würde ich sagen. So, wir haben einige, wir einchecken. Wir fragen, ob das für sie ein Problem ist. Wenn ich da so stehen bleibe. In dem Sinne, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Euer Michi.